Hallo Jungs, schöner Sonntag. Normalerweise ist das Video dann draußen am Sonntag, so gegen 12 oder 14 Uhr. Kommt drauf an, in der Regel machst du das deutsche Video am Sonntag vom Unboxing in die Gegend her. Wir haben hier den RC4 WD Carbon Assault und das Auto ist für mich eine Kontroverse. Es gibt Unboxing, wo ich mache dann, wo ich begeistert bin, vom Anfang bis zum Ende. Wir haben dann ein paar Sachen, die uns nicht gefallen im Auto oder Kleinigkeit zum Ersetzen oder auch wenn es größere Sachen sind, aber am Schluss, wenn wir fahren, ist alles wieder vergessen. Und wir haben so Autos, wo man sich fragt, hä? Natürlich habe ich ein paar Videos angeguckt, habe das Ding gesehen auf Internet und wo ich das erste Mal den Preis sah, dachte ich, das wäre ein 1:8er oder noch größer. Und dann habe ich die Größe gesehen, die Bilder, dann habe ich, was? 1000 Euro für sowas? Also zwischen 900 und 1000 Euro, je nach Laden, der das Ding verkauft. Was? Kann nicht sein. Also, ich wollte ihn nicht, aber natürlich Onkel Sergio hat ihn gekauft. Er ist ein Monster Truck Freak. Und wieso Kontroverse? Es ist nämlich kein Monster Truck, sondern ein Crawler. Was für mich komisch ist. Und für viele andere auch. Wir fangen mal an bei dem Negativen und nerv dich nicht. Ich weiß, es gibt Freak von dem Zeugs und Aluminium, Carbon ist immer besser als Plastik und alles bla bla bla. Aber erstmal vom Aussehen her ist der Losi LMT scalemäßiger schöner als der. Aber wie all diese Monster Trucks, die scale sein sollten, haben alle nur 4 Dämpfer. Statt 8 oder 12. Für den Preis müssten die drauf sein. All diese Scale Monster Trucks haben nur eine einfache vordere Lenkung. Man kann es verstehen, ein Autos, die wirklich gemacht sind für Leute wie ich, den LMT, ein Auto, das Dampf hat. Weil eine Hecklenkung ist ein Problem für geradeausfahren. Im echten Leben ist es kein Problem, weil es hydraulisch gesteuert ist und es kann voll sperren. Weil ihr müsst wissen, dass wenn die Hinterachse sich bewegt, das Auto nicht mehr geradeaus fährt und die Kontrolle verliert an großer Geschwindigkeit. Im RC-Modellbausport ist es ein Problem, weil wir haben Servo mit Servo-Server meistens, also hier haben wir sogar keiner drauf, aber wir haben immer irgendwo Spiel und das Ding wird dann komisch zum Fahren. Monster Trucks fahren aber so arenamäßig, keine große gerade Strecke. Also beim LMT braucht man es wirklich nicht, der geht super. Aber hier wieder auch wegen Preis, das ist für mich das Problem ist der Preis. Sollte das Ding Vierradlenkung haben, gerade dass es ja nur als Crawler gedacht ist. Es hat keine Diffs drin. Voll. Wir haben 2-Gang-Schaltung drin, aber keine Diffs. Das heißt, der ganze Stress geht auf die Wellen und es ist ein Schwachpunkt. Die Leute knallen die Wellen. Problem bei RC4 WD, gibt es nur RC4 WD Material, weil kein Nebenhersteller macht das, weil sie zu wenig verkaufen oder zu spezifisch sind. Das ist natürlich schade. Also für die, die nur rumkraulen, kann es gehen, aber selbst die knallen die Wellen. Für die, die ein bisschen Monster Truck Style fahren, ist es noch ein größeres Problem. Du kannst natürlich die Diffs umbauen, aber auch wieder für den Preis sollte das drin sein und die, die dann sperren wollen, sollten selber sperren. Ich sage sogar, dass das Ding Vitamia zum Beispiel mindestens direkt am Diff sperr oder frei sein soll könnte. Ich habe lieber Diffs drin mit sehr hartes Öl für Kraulen als kein Diff drin, weil du kraulst gerade so gut mit sehr hartes Öl, aber es dämpft die Kräfte ab und spart die Mechanik. Ist klar. Die Reifen. Keine Angst, wir kommen näher an der Kamera, wir bewegen das Zeugs. Ich will nur warten, bis ich auf einem gewissen Punkt bin. Die Reifen fühlen sich super hammer an, sind Badlocks. Wir haben hier eine Radnabe, die die Schraube deckt. Sehr clever gemacht, nur 2 Schrauben musst du da lösen, um alles wegzumachen, nicht die ganze Kappe. Also viel cleverer als Zen auf dem American Force. Und die Reifen wiegen aber 440 Gramm pro Stück. Das ist schwerer als 1:8er Monster Truck Reifen, die in der Regel 380 Gramm schwer sind. Die guten alten, echten Monster Truck Reifen, die Ballone. Die MFTs und natürlich HP sind viel schwerer, viel härter.
Das ist jetzt ein Losi LMT-Rad, also mit dem Demolisher von Proline drauf. Ist größer, ist breiter, ist leichter. 380 Gramm, 440. Kann ich nachvollziehen, weil es ein Bedlock ist und weil sie das gemacht haben zum Kraulen. Dann brauchst du kein Zusatzgewicht, das Gewicht ist schon unten. Also krault das Ding gut. Okay. Wir haben die lausigste Funke. Die gibt es seit über 20 Jahren, die Funken. Die ich in RTR gesehen habe seit Jahren hier auf dem Kanal. Du kannst wirklich die Videos angucken. Das Plastik ist also extrem schwach. Ist alles, also das ist Spielzeugfunke, hat aber ein guter Punkt. Das gute Punkt daran ist, dass die Funke Dual Rate hat von Steuerung, also nicht Dual Rate, sondern EPA, also Endpoint Adjustment von Steuerung, Gas, Bremse und sogar vom dritten Kanal. Ist doch was, oder? Du hast Maximum links, rechts, Maximum Bremse und Gas und Maximum Kanaleinstellung. Das ist doch was Hervorragendes. Aber wie gesagt, für 1000 Euro hast du sowas. Ist sorry, ist Schande. Bedienungsanleitung. Ist nichts Großes drin. Du hast keine Spec vom Motor, das Zeugs und vom Regler. Und für 1000 Euro hast du ein Kohlenzeugs hier. Echt, wir haben einen Kohlenmotor eingebaut mit NEMH. Was soll das? Für 1000 Euro, da gehört ein Brushless rein mit 2000 kV, 1800 kV von mir aus. Du brauchst nicht mal einen Sensor. Mit so einer Übersetzung, mit einem Motor mit wenig kV und kannst du wirklich schön fahren und kraulen ohne Sensor. Aber für 1000er, mit einem 1000er wäre es doch schön, ein Fusion von Hobbywing drin zu haben. Der Setup ist aus der Box. Vorwärts, rückwärts, sofort. Das heißt, wenn du das Gas lässt, bremst das Ding auf 100%, blockiert sofort. Und also bist im Bootmodus, vorwärts, rückwärts. Also selbst wenn du kraulst damit, musst du gemütlich sein. Und die Einstellung mit Zweiganggetriebe ist noch unvernünftiger von mir aus. Weil im zweiten Gang fährt das Ding trotzdem ungefähr 30. Und da musst du wirklich, also sehr sanft am Gas loslassen sein, sonst blockierst alles, knallst die Wellen raus. Also diese Einstellung aus Werk ist total falsch. Für mich persönlich. Wenn ihr es mag und wenn ihr es beherrscht, erklärt uns das. Ich kann es verstehen, ein Crawler, dass es toll ist, aber und ich bin ja nicht hier, um zu sagen, ihr habt Unrecht. Ich erkläre euch meinen Standpunkt, was ich von so einem Auto möchte. Für den Preis, was es kostet, wenn es ein Auto wäre für 300 Euro, würde ich sagen, okay. Aber für den Preis will ich ein bisschen mehr und das mehr habe ich eben nicht. Das ist ein bisschen schade. Du kannst also alles einstellen und auch der BEC auf 7,4 Volt, weil das ist ein guter Punkt daran. Der Servo kann 7,4 Volt, ist ein Stahlservo, hat kein Servo selber drauf, das ist für mich ein bisschen falsch. Für Kraulen selbst ist es falsch, weil wenn du runterfällst und aufschlägst, kommen trotzdem die Zähne raus oder du brichst eine Radnabe oder C-Hubs, sowas. Also das ist schade. Mir fehlt ein kompletter Plan, Ein- und Ausbau. Karosserie, wie sie aussieht, ist okay, basic. Kleber sind, weiß nicht, ob es das Ding in echtem Leben gibt, ob das Zeichentrickfilm ist oder ein Comicbooks oder sowas. Ich verstehe nicht, was das mit Carbon zu tun hat. Eine Haifischrakete. Da macht jeder, was er will. Du bekommst eine zweite Karo dazu. Wow, zwei Karos sind dazu. Aber das ist das Mindeste, was die machen können. Wieso? Weil diese Karo ist sehr schwach. Die knallt selbst schon weg. Und die hat null Schutz vorne und hinten. Absolut nix. Kein Überrollbügel, kein Schutz, nada.
Und die Body Posts sind super mega lausig. Und jetzt kommen wir zu eben dem Punkt, wenn du so ein Auto auspackst, für den Preis erwartest du was. Und das Wichtige an einem RC-Auto ist immer, immer, immer die Dämpfung. Am Raminator ist also auch so ein riesen enttäuscht, die Dämpfung. Und guck mal jetzt das an. Ich habe jetzt die Federn voll losgelassen. Aus der Schachtel ist das Ding mega hart eingestellt. Guck mal jetzt das an. Was ist jetzt das für eine lausige Dämpfung? Nix ist das. Zum Kraulen natürlich reicht's. Das ist dann realistisch in der Reaktion. Aber tut mir leid. Und die Dämpfer hier sind das Billigste, was es gibt. Die gibt es nämlich auf AliExpress für 7 € das Paar. Die gibt es schon lange, die sind nichts wert. Wissen wir. Du verlierst die Federteller. Der Kolben da drin ist so klein, dass er rumschwimmt im Dämpferkörper. Da musst du wirklich fettes Öl einfüllen, dass irgendwas passiert an Reaktionen von Dämpfer. Der Ring hier ist zu klein und der geht schwer. Weißt du, was ich meine? Und das ist sehr schnell nicht mehr schön. Wie gesagt, wir vermissen 4 Stück davon, wenn schon. Und wir vermissen, weil es ja, wie gesagt, mehr ein Krauler ist, eine Hecklenkung für den Preis. Für fast ein Tausender möchte ich aus der Schachtel eine Hecklenkung dran. Und wir haben noch einen riesen, riesen Fehler hier. Die Räder kommen voll an die Achsen ran. Ja, jetzt kommen die meisten und sagen, ja, du kannst ja den Weg drosseln. Ja, kann man, aber dann dreht er nicht mehr richtig, weil er ja Starrachse hat. Nicht vergessen. Erstmal, also nicht Starrachse, sondern Starrantrieb. Ich rede das immer falsch aus. Das ist die Starrachse und der Starrantrieb ist da drin. Also. Es ist ja nicht wenig. Wir reden nicht hier von, es kommt kaum ran. Wir reden hier von, es fehlen 2, 3 Zentimeter an der Lenkung, damit das stimmt. Also das ist überschade, weil die Liebhaber von so einem Teil, das ist das Schöne daran. Das Aluminium ist schön gemacht. Es könnte natürlich noch geilere Form haben, aber es reicht. Es ist schön gemacht, genügend. Aber die Liebhaber von so Sachen, also ich möchte nicht, dass mein Reifen hier mein Alu abstreift, weil das sieht man, also natürlich ist Alu harter als Gummi, aber ich kann euch garantieren, dass das Spuren hinterlässt, heftig. Dann haben wir ein offenes Getriebe hier, kein Schutz. Bäh. Wir haben der lausige Kohlenmotor für 2 € und aus der Box schwimmt der rum. Der spaziert hier drin einfach rum. Was soll das? Das ist doch schon schade. Also wir haben auf der anderen eine Seite super schönes Zeugs und auf der anderen Seite für das Brauchbare ein fehlerhaftes Zeug. Das ist echt schade. Die Achsen sind aus Aluminium, Körper aus Kunststoff, ist ja genügend. Ausgang hier aus Kunststoff sehr dünn. Natürlich dient das als Sicherungsteil. Wenn du vom Hang runterfällst oder was Fehlerhaftes machst ich sage jetzt, es ist ein Monster Truck, also wenn ich es kaufen würde, würde ich das kaufen für kleine Stunts machen. Ich habe es ja gesehen, ich hatte den Losi LMT hier, ich habe ja nicht verrückt gebasht damit, ich habe mir eine kleine Arena gemacht mit Rampen, habe das schön so Monster Truck-mäßig rumgejumpt, war echt schön. Wie gesagt, der Losi sieht auch Hammer aus. Film, wie gesagt, also es fehlen einfach die 8 Stoßdämpfer, der Rest war okay. Und der Antrieb ist zu laut. Und hier ist es vielleicht nicht so laut. Ist trotzdem Modul 08. Wir haben natürlich eine Rutschkupplung drauf. Also ein Sleeper. Okay. Zweigangschaltung ist hier. Wir haben ein Zusatzservo hier für die Zweigangschaltung mit einem riesen Aluminium-Servohorn und das Ding hat auch kein Servo selber drauf und das in der Gangschaltung. Also hier ist es wirklich sehr wichtig, dass du die
EPA vom dritten Gang schön einstellst. Sonst garantiere ich ja, dass das hier ein Problem macht, weil der Servo ist heftig, der da drauf ist. Wir haben ein Servo mit einem Aluminiumkörper, also sehr wahrscheinlich dasselbe Servo als der Lenkung, also mindestens mal 15 Kilo für eine Gangschaltung. Ist für mich komisch, vielleicht ist es auch nur ein 9er. Also die, die es wissen, bitte sagt mir Bescheid. Aber meine, das sind HW-Servos. Also dass so ein Servo an der Schaltung ist, Overkill, unnötig. Kostet natürlich viel für nichts. Das riesen Servohorn auch. Da gehört ein ganz normaler Servo drauf mit einem Servo-Saver. So eine kleine Feder drauf, dass da nichts passiert oder schief geht. Wir haben einen super Regler, der 7,4 Volt kann. Servos, die 7,4 Volt können, aber wir haben nur 6 Volt drauf. Jetzt ist die Frage, knallt die Funke mit 7,4, also der Receiver? Wissen wir nicht. Probieren wir es? Weiß ich nicht. Sollte ausheben, die meisten heben ja das aus, also wir werden das sehen. Ihr merkt auch, dass wir hier Zusatzbefestigungen haben für die Dämpfer. Die meisten Leute bauen die dann um, die Dämpfer hier und die Stabi hier. Damit ist das Auto, wie es aussieht, bequemer zum Fahren. Wir haben zwei Möglichkeiten für die Batteriebefestigung vorne oder hinten. Die Elektronik kann verschoben werden, die kannst du in Mitte machen, zwei Batterien fahren, wie du willst, dass du ein bisschen Gewicht hast. Das Gewicht hängt dann aber oben. Ich würde hier eine sehr leichte Batterie fahren, eine Shorty 2S mit ein paar Milliampere oder eine 2S normal mit 1005, sowas. Sehr leichte Batterie, die Dämpfer, wie gesagt, anders anstellen. Ich habe jetzt, also aus der Schachtel waren die da mit der Vorspannung. Das Ding aus der Schachtel war ein Grasshopper. Das Ding kam aus der Schachtel wie ein Tamiya Grasshopper, ein Tamiya Claude Buster. Ist wirklich schade. Das ist wirklich, also für mich, für den Preis ist das Auto ein Problem. Okay, haben sie als Crawler gemacht. Deswegen habe ich ja auch nicht gekauft, weil ich will einen Monster Truck, nicht einen Crawler. Aber selbst als Crawler, natürlich ist es jetzt nur eine Einstellungssache. Du kannst noch Stoßdämpfer dazu kaufen, wenn es realistischer aussehen sollte. Aber die echten Monster Truck fahren dann auch keine Crawler Competition rum. Mehr am Futter sowas. Da ist die offene Verzahnung dran, also ja. Wenn ich das Auto gekauft hätte für einen Tausender, hätte ich gern dazu gehabt Vierradlenkung, 8 Stoßdämpfer, Diffs montiert, die man von mir aus, wie gesagt, auch manuell sperren kann. Muss ja nicht unbedingt gerade mit Kabelzug sein, das Zeugs, aber für einen Tausender, ja, hätte ich gern 3 Servos drin, sperrbare Diffs, Gangschaltung, die haben wir. Und mindestens Wasser und Schutz an der Karo. Das ist mein Standpunkt. Also jetzt möchte ich den Standpunkt von allen RC4WD Liebhaber. Nervt euch nicht, weil ich gesagt habe, das passt mir nicht für den Preis und das und das und das gefällt mir nicht. Wie gesagt, man kann natürlich alles bügeln. Muss noch ein bisschen Geld ausgeben für die Diffs reinmachen. Okay, Steuerung drosseln oder eine Zusatzsteuerung hinten noch montieren und so Sachen. Aber allein schon das für Tausender. Siehst du, was ich jetzt meine? Du packst das Zeug aus, hast so eine lausige Funke, dann machst du mal das auf dem Auto. Wenn du alles dazu kaufst, hast du das für das Geld. Und der, mein, das ist ja nicht der Monster Truck König umsonst. Er hat es bewiesen. Der kann alles. Der kann rumkraulen, der kann schnell fahren, der kann jumpen. Er ist enorm, kassiert enorm aus. Und das kann der alles nicht. Aber er hat Aluminium, Carbonteilen. Also wie gesagt, ich verstehe das von der Liebhaberseite. Aber wie gesagt, erklärt mir das. Ich möchte, dass ihr versucht, eure Liebhabe für das Zeugs uns zu übergeben. Also nicht der Bläh, sondern
Überreden kannst du mich nicht, dass das Ding kaufen sollte und dass ich dann glücklich wäre damit. Für das Geld kaufe ich lieber Freestyle AC. Ja, sowas. Wir haben ja die Achsen hier alles. Keine Angst, irgendwann wäre das gemacht. Ich baue das Ding zusammen. Für billiger würde ich den Losi LMT kaufen. Oder so. Redet mit uns, erklärt uns, was findet ihr so toll und findet ihr den Preis normal für was ihr da habt. Okay, ich kann verstehen, wie diese Teile hausgemacht in Amerika gemacht werden. Ich zweifle daran ein bisschen, keine Ahnung, sag mir das, ob das US fabriziert wird. Für das, wie gesagt, es ist, wenn das alles US gemacht wird, also das hier, muss ich euch sagen, Jungs, 2 mm Carbonplatten sind nicht teuer und das Ausschneiden industriell ist auch nicht teuer. Es ist billiger als Aluminium machen. Wenn es ein Scale sein sollte, wieso hat er kein Aluminium-Chassis, wieso hat er nicht die 8 Dämpfer, wieso hat er nicht die Hecklenkung? Aber der Kontrast zwischen, was du hier hast an Anfertigung, an schöne Sachen, an Qualität, gegenüber was du dann hast mit Funke, Dämpfer und Kohlenmotor. Wenn da mindestens mal ein 707, also 75er Motor drin wäre, so ein 14,8 Volt Traxxas Summit Motor, sowas, weißt du was ich meine, oder eine Bohrmaschine DeWalt oder irgend so, also wie im Nikon. 1408 oder ja hieß 4082, das ist ein coolen Setup, das ich verstehen kann, aber sowas wie dann nur so rumfahren, komisch. Ich versuche hier keiner zu überreden. Wenn dir das Ding gefällt und du magst so Sachen, kauf es dir. Wenn du es dir gönnen kannst, kauf es. Mach dir den Spaß, hab Spaß damit, hab Freude. Und das ist ja für das gemacht. Ganz einfach. Aber sei gefasst drauf, wie gesagt, wenn du ihn auspackst, auf so Sachen. Und kauf sofort ein paar Wellen dazu, die knallen. Wir haben jetzt hier die Diff-Teile dran, also der wird umgebaut. Wir bauen die Dämpfer um, wir bauen die Diffs rein. Wir machen die Federung sanft und schmeichelhaft, damit es schön ist. Ja, also ist jetzt schon mal viel besser mit den Federn losgelassen, aber noch das richtige Öl rein. Das Problem ist dann die Härte. Das Ding, guck mal, die Federn sind auf Minimum. Er ist doch relativ schon hart. Natürlich ist jetzt die Batterie nicht drin, ist ja gedacht mit der schweren LMH. Aber die Federn sind irgendwie zu hart für das Zeugs. Der sollte ja so rumschwimmen, so unten hier, damit er schön natürlich auspendeln kann beim Gas geben, schön runter beim Bremsen. Und das macht er ja nichts. Die Reaktionen sind sehr minim. Natürlich hat er eine enorme Reaktion so rum. Und wahrscheinlich haben die ihn so hart aus der Box gemacht, weil dann mit den Federn so weich, wenn ich jetzt Gas gebe, mit dem Drehmoment fährt er dann so schief wie der Tamiya TXT01 oder so Sachen. Das ist halt schade, wenn du da so fährst. Sieht auch so, ob er krank wäre. Da ist meine Fernbedienung. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich will von euch, wie gesagt, alles wissen. Tschüss, Jungs.